In Haiti hat an diesem Sonntag die Wahl eines Nachfolgers von Präsident Michel Martelly begonnen. Unter den 54 Kandidaten gibt es keinen klaren Favoriten. Beobachter warnten vor Gewaltszenen wie beim ersten Wahldurchgang am 9. August. Wegen eines Streits zwischen Regierung und Opposition war die Abstimmung seit 2011 mehrfach verschoben worden.